wollten nicht nur Vivaldi spielen. Ich wollte mit einem Geschenk kommen zu diesem Ensemble, das für mich ein ideales Ensemble für Barockmusik ist. Il Giardino Armonico ist eine Legende. Ich dachte, ich bringe etwas mit, was meine Sprache ist. Und ich spiele sehr, sehr gerne moderne Musik, neue Musik. Also habe ich vorgeschlagen, italienische Komponisten, die noch leben, zu fragen, ob sie mit Elementen oder mit einer Inspiration, die von dieser alten Vivaldi-Musik kommt, etwas machen können. Lang, also so ein bisschen wie Gewürze hineinwerfen in diese schon doch sehr bekannte Suppe, würde ich sagen. Und es ist ein Kaleidoskop von Sonne, Erde, guten Wein und neuen Klängen geworden.